Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Doppelhaus Challenge. Es ist wieder mal eine Woche rum, deswegen nehmen wir mal hier ein bisschen, schauen wir mal hier ein bisschen rein. So, erstmal, er muss auf Toilette. Ja, Viertel nach elf am Sonntag ist das. Ah, oh, Exo geht spielen. Finde ich schön. Ja, weitergebaut habe ich jetzt gerade mal nichts, weil ich im Grunde, ja, sagen wir es mal so, mir geht zum einen nicht so prächtig, zum anderen ist halt auch leider so, dass ich bisschen, ja, sagen wir es mal so, keinen Bock hatte. Ganz ehrlich, keinen Bock hatte, gerade mal weiterzubauen. Ich weiß, ich hänge eigentlich an sich so extrem zurück, wenn man bedenkt, inwieweit, Shiro eigentlich hier schon mit ihrem Aufbau ist, ne? So, hier liegt eine mysteriöse Kiste, gefunden von einem träumtierischen Begleiter, was wohl drin befindet. Ja, öffne mal, ne? Ich habe hier irgendwie so eine ganz komische Kiste da. Das finde ich ja mal interessant. Hat das Objekt eine Actionfigur, violetter Verfolger, okay. Hm? Danach leinst du mal Action ein bisschen an. Man weiß ja, ne? Da liegt erstmal ein Hund und pennt. Ja. Bisschen schneller mal bitte. So, wir gehen mal ganz weit nach hier hinten. Hier hinten. Ermuntern, sich zu erleichtern. Ich ernte mal so einen kleinen Apfel, ne? Was ist los? Möchtest du zum Spielen gehen? Nein. Ableihen. So, schnell mal einen Apfel klauen aus. Man weiß ja, ne? Apfel. Eiskalt mal einen fetten Apfel geklaut erstmal. So, kannst jetzt mal hier essen. So. Futter mal weiter. Und danach muss ich das mal wieder befüllen. Ah. Nom, 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 nom. So. Schnell mal komplett voll gefüllt. Dann können wir uns eigentlich oben mal wieder ein bisschen der Schreibarbeit, ein Genrebuch. Komm, wir schreiben noch ein Kinderbuch. Wir schreiben noch ein Kinderbuch. Oder muss er gerade mal zur Arbeit? Nee. Okay. Dann schreiben wir mal ein Kinderbuch. So. Was ist nie die zahme Schildkröte und andere? Okay. Wie nennen wir das schöne Buch? Nein.
Gamer-Dasein für die Kleinen. Das ist ein Kinderbuch. Ja, warum nicht, ne? Einfaches Kinderbuch. Ne? Energie geladen, glücklich. Yay, Schreibfähigkeit. Kann jetzt Sachbücher zur Referenz lesen und Entschuldigung für andere Sims schreiben. Also, ne, Shihiro, falls das liest, ne, kein Bock auf Schule oder Arbeiten, kann ich dir eine Entschuldigung schreiben? Ja. Komm. Wir balgen uns mal mit Exo. Lieblingsstellkratzen. Ist ein Seniorhund. Leckerli geben. Freundlich. Nö. Tierpflege. Nö. Kennenlernen? Lernen wir mal kennen. Ja. Spüre meine Liebe. Na. Süß. Wie süß. Umarm. Ja. Mein dicker Hintern ist da im Weg. Wird nichts. Naja, egal. So. Genau, du sollst, du willst was futtern, du nimmst aber Reste, mein Freund. Du nimmst dir Reste. Nicht, dass du hier jetzt anfängst. So, was brauchen wir denn noch? App oder Spiel programmieren? Ja, dann kann ich eigentlich, ne? Programmieren. Freiberuflich. Arbeiten wir freiberuflich. Wir haben die Nebelmaschinen und die Laser. Was wir nicht haben, ist das Programm, um 8 leuchtend grüne Laserdrachen aus dem dichtesten Nebel aller Zeiten aufsteigen zu lassen. Ich glaube, dass du uns dabei helfen könntest. Klar. Klar kann ich das. Klar. Auf jeden Fall. Perfekt, und so. Exo unten ist doch. Meine Güte, Exo. Unten ich doch. Mei. Da. Geh hier hin. Exo zum Fressen rufen. Meine Herren. Zu blöd, so Fressnapf zu finden. So nach gefühlt 50 Tagen. Ich weiß gar nicht, wo
die Tage überhaupt, ob die Tage überhaupt angezeigt werden. Mit jemandem plaudern, nö. So, schön mal eine Runde pennen. Na, warte. Ja, reinzoomen. Mehr rüber positionieren. Jo. Oh, verschwunden. So, verwende 16 Simster-Follower. Okay, erstmal die Blase entleeren. Danach machst du hier ein bisschen Dings und nimmst die Reste. Kann ich überhaupt irgendwas? Katzenminze, Kräuter. Ach komm. Ich kack da mal drauf. So. Du, du, du. Ah. Noch schön am Pennen. Exo. Du, 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 du. Schön mal ein bisschen was, ne? Weil dann. Ja. Ja, Anleinen. Leine Exo jetzt an. Und dann sich dort erleichtern. Ableinen. Ernten. Alles ernten. Bewässern. So. Bitte was? Sieht so aus, als gäbe es momentan nichts mehr zum Ernten. Okay. Ja. Dann ist das halt so, ne? Und nein, du wirst hier nicht Dingsen. Du darfst hier programmieren. Freiberufliche Arbeit darfst du weitermachen. Achso, nee, du musst ja zur Arbeit. Du musst ja zu deiner eigentlichen Arbeit. Ach du Scheiße. Nein, ich will keine Post haben. Ich will keine Post. Was ist so lustig? Lewis bemerkt, dass alle grinsen und lachen, aber wenn er sich nähert, werden schnell alle Chatfenster geschlossen. Er kann vorgeben, nichts zu bemerken und oder sein Team zur Rede stellen. Fragen, was los ist. Soeben sind. Oh, Alter! Wie soll ich das denn noch alles bezahlen? 6000 etwas. Ich muss da, glaube ich, eindeutig weniger mit den ganzen Kram. Niemand scheint Livers zu hören und alle sind plötzlich voll und ganz auf die Arbeit konzentriert. Livers ist zu un verunsichert, bla bla bla, lauter Gekicher. Ja, toll. Rechnung bezahlen, Post bekommen. Komm. Du malst jetzt dann noch ein kleines klassisches Gemälde. Gott. Wenn man mal bedenkt, ey, in 3000 nur noch. Dank deinen neuen Malereifähigkeiten kann los.
wunderschöne Leimwandkunst kreieren. Je höher das Fähigkeitslevel, desto fortschrittlichere Muster macht er. Okay. Er ist müde. Okay, dann kann er ja gleich schlafen gehen. Na, komm. An Sammler verkaufen dann. Ich weiß zwar nicht, was das hier mir einbringen würde, aber naja. Wow, 46. Vier Verlust gemacht. So, Hunger hat er dann ja noch. Nimmst dir dann die Reste. Danach schreibst du weiter. Gamer da sein für die Kleinen. So. So. Einfach schnell mal schreiben. So. Hex. Ist es gelungen, Buch zu schreiben? Das ist schön. Kann ich das gleich mal selbst veröffentlichen? So, dann spielst du noch eine Runde, bevor du nachher dann musst. Glückwunsch. So, dann nimm noch mal ein bisschen Reste. Und dann malst du noch ein klassisches Gemälde. So, schön so ein großes klassisches Gemälde malen, ne? Level 2 der Malerei. Ich muss ja irgendwo meine ganzen Kohle wieder hereinkriegen, ne? So. Zack. Schauen wir uns mal an, was Exo so macht. Pennt mal wieder den ganzen Tag. Gamer-Dasein für die Kleinen hat 6 Ge Dollar Simoleons gebracht. Das andere Buch hat 3 gebracht. Toll. Bringt ja sehr viel. Ach, ich habe total vergessen, das Programmieren anzufangen. Shit. Oh shit, oh shit. Ja, dann muss ich mal schauen. Ne? So, ein Arbeitstag. Ja. Erstmal schlafen. Weil du bist ziemlich kaputt und müde. Deswegen erstmal fett ins Bett. Danach erfrischende Dusche nehmen. Wieso hat er Hunger? Och.
So, erstmal eine erfrischende Dusche nehmen. So. Dann aufwischen, danach verdorbenes Ding aussortieren und eine schnelle Mahlzeit essen. Nee. Ja, doch. Sandwich kochen. Du machst dir dann Hamburger Kuchen. Schön erstmal. Wieso? Bei aller Liebe, aber wieso? Ich meine mal, ne? Dann erstmal Portion nehmen. Genau. Meine Herren, er geht mir jetzt hier gerade mal so richtig auf den Keks. Aber weißt du was? Urlaubstag nehmen. So. Ich nehme heute meinen Urlaubstag. Sonst geht das gar nicht. So.